Moin Sinnoh zu Meritz und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Jedi Fallen Order. Wir haben beim letzten Mal Bookies befreit und werden mal gucken, ob wir heute mit denen die Raffinerie stürmen können oder nicht. Was bist du für eine coole Tür? Ah, wir müssen gar nicht an den Seilen zurückschwingen. Gut, okay, ist gebongt. So, die Wookies sind irgendwo nach hier hinten abgehauen. Und da geht auch die Action-Musik wieder los. Ah ja, darüber. Saw's up ahead. We must be close. Kann ich da oben lang klettern? Gibt es da was zu holen? Naja, man kann nach da hinten. Ist jetzt natürlich die interessante Frage, wo möchte ich lang? Vielleicht legen wir uns erstmal mit ihm an. Da hinten gibt es nämlich auch eine Kiste. Ja, das wäre ich. Das ist ja interessant, man kann Gegner anrempeln. Und dann verlieren die so ein bisschen das Gleichgewicht. Also ich hätte ja. Ja, gleich. Erstmal. Würde ich hier nämlich gerne ertrinken. Ne, das ist kein Timingfehler von mir. Ich spring zu kurz, man muss von da oben rauf. Runter. Whatever. Okay. So, du wolltest doch gerade irgendwas scannen, kleiner Freund. Wolltest du hier ran? Ja, mach mal. Aha. Thank you. Achso, und dann komme ich da drüben hin. Ah, okay, alles klar. Aber hier hinten geht es ja auch weiter. Come here, BD1. Lift. Wo führt mich jener Lift hin? Und möchte ich da jetzt vor allen Dingen hin? Ist eine Abkürzung. Oder führst du mich echt in ein neues Areal? Auf jeden Fall denke ich, dass ich hier nicht richtig bin. Na gut, nehmen wir halt die Kiste mit. Oh, okay. So what was in there? Ah, Leidenschaft und Stärke. Neue Hülse. Lock tight. Gut, da wäre ich also früher oder später auf jeden Fall noch vorbeigekommen. Das läuft auch schon. Thanks. Hä, was denn? Hä? Stand doch da voll safe drauf, oder nicht? Na scheiße, es war verteilt. Wie zum Kuckuck mache ich das? Ich denke mir vielleicht so und dann von hier aus nicht nach da. Ach,
Mann, jetzt hör doch auf, da runterzufallen, Junge. Also, wenn ich hier stehen bleibe, sterbe ich dann, wenn das wieder dreht. Ja. Aus unerfindlichen Gründen, ja. Darf ich vielleicht nur nicht in der Mitte stehen? Wollen wir das mal ausprobieren? Nee, ich darf da gar nicht draufstehen, wenn es sich dreht. Ich komme so halt auch nicht daran. Keine Macht mehr. Okay, cool. Das ist also schon mal sehr gut gelaufen hier. Naja, das war zu weit weg. Das ist wieder zu dicht dran. Ach Leute, das rockt doch hier einfach gar nicht. Ah, ich habe eine Idee. So, das sieht doch schon mal viel besser aus. Genau. Wookies in einer Zelle. Raffineriezellen. Bei dieser Raffinerie geht es allein um Erträge, nicht um die Behaglichkeit oder Sicherheit der Gefangenen. Die aneinandergeketteten Wookie-Arbeiter haben keinerlei Privatsphäre und sind häufig mit Schutz, mit Schmutz oder gefährlichen industriellen Nebenprodukten bedeckt. Okay. Ach, hier kann ich nicht weiter. Ja, okay, wie? Ah, shit. Au. Falscher Knopf. Okay, cool. Ich bin fast tot. Ich habe ihn gehackt. Ja, er nimmt natürlich die Abkürzung. So, was ist hier mit ihm los? Und warum bin ich so halb tot? Wurde mir hier nicht irgendwo ein Speicherkreis versprochen? Da drüben ist der. Wo ist denn das?
So, den Wookies geht's gut. Das freut mich. Die Frage ist, komme ich hier rüber? Da müsste ich nämlich... Aha. Macht es Sinn. He got what was coming to him. Wookie-Rache nämlich. Ein toter Truppler wurde angegriffen von einem Wookie. Sie ist entkommen und hatte ihre Rache. Also von einem Nair-Wookie. So, und jetzt müsste ich das Ding treffen. Hopp, ungefähr so. Das war der einfache Teil. Ah, eine neue Mantis-Lackierung, Kopfgeldjäger. Ja, warum nicht? Bin ich denn hier vorhin lang gelaufen? Ach, hier oben. Ups, genau, da bin ich hier hochgesprungen. Was? Warum geht hier eine Tür auf? Macht mich nicht nervös. Nein, nein, nein. So, bevor ich da runterspringe, will ich hier nochmal speichern. Weil sicher natürlich sicher ist. Ich bin nämlich quasi tot. Wenn ich da daneben springe, wäre ich dann ganz tot. Und das wäre echt unangenehm. So, die Frage ist natürlich, wie komme ich dann von da unten wieder weg? This Wookie died from toxic fumes. The Empire is poisoning the planet. Ja, das wissen wir. Ein vergifteter Wookie. Und dieser Wookie ist an den Folgen einer Vergiftung gestorben, eine der vielen Begleiterscheinungen des Raffinierungsprozesses. Das Imperium zerstört nach und nach alles auf diesem Planeten. So, noch weiter runter soll ich aber nicht, nee. So, und so komme ich hier wieder hoch. Oh, okay. So, hier habe ich die Wookies befreit, da will ich gerade nicht durch. Naja, ihr lebt jetzt natürlich wieder. Das ist ein Jedi. Ah, immer noch zu früh. Ja, die schießen halt echt so weit daneben, die Typen. Na komm, schieß doch nochmal. Trau dich. Er will nicht mehr. So. Nein, heute nicht. Ich suche nämlich diesen Fahrstuhl hier, wenn ich mich nicht irre.
Ich suche den Fahrstuhl da oben. Okay. So, jetzt hier ohne peinlich noch mal runterzufallen. Danke. Das werden wir wohl leider nie herausfinden. Oh, oh, oh. Oh, falscher Knopf. Das war echt cool gerade. Das war echt cool. Das hat mir gefallen. Dankeschön. Manchmal hat das Spiel halt echt so süße kleine Sachen drin, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, die besonders hintergründig sind, aber die man halt relativ leicht verpassen kann. Oh, doch, hier geht's durch. Wo komme ich da hin? Zum Speicherkreis. Na geil, warum habe ich mir die ganze Arbeit gemacht? Ich hätte bequem hier einfach einmal meditieren, zack, fertig. Oh, hast du die Brücke ausgefahren für mich? Oder was hast du gerade gemacht, kleiner Freund? Nee, ich habe keine Ahnung, was er getan hat. Ah, vielleicht den Fahrstuhl aktiviert. Kann sein, dass der beim letzten Mal noch nicht funktioniert hat. Letztes Mal waren hier auf jeden Fall Gegner. Ja, jetzt kommen wir hier nämlich mit dem Fahrstuhl nach oben. Ah, ich dachte, wir fahren nach unten. Okay. Ich habe doch extra eine Gruppenverlangsamung gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Und dann funktioniert es nicht. So ein Dreck. Au! Wir sind auch Stormtrooper.
So, und unser Freund der Druide hat wieder drum gelegt. Teamwork. Was? Was? Scheiße. Okay, unser Freund der Druide. Ach, da bin ich direkt reingerollt. Das war dämlich. Hat scheinbar gar keine Lust mehr, uns zu helfen. So, Leute. Einen Versuch machen wir ja noch. Und ansonsten war's das für heute. Wie sieht's denn aus? Den Punkt hatte ich aber gerade schon safe, ne? Den zweiten, ja, ich weiß gar nicht, wie viel Zeug mir da fehlt eigentlich. So, und kann man hier eigentlich nach unten? Ich meine, wenn wir jetzt eh nach oben abdampfen, jo, man kann, aber es sieht nicht so gesund aus. Pisst euch doch. Nein, ach, Kell, du. Ach, was ein Spaten. Die Stims brauchen halt ewig, ne? So, jetzt sind die Punkte eh weg. Jetzt kommen wir hier nochmal. Also die Flammenwerfer-Heinis sind, glaube ich, gar nicht so schwierig. Man muss es halt nur cleverer machen als ich. Ups. Nein. Ach Mann, ey, das ist, hau doch einfach zu, wenn ich sage, hau zu. Geht mir das auf den Sack, das Spiel manchmal, ne? Die Steuerung ist so fummelig, besonders wenn man sprintet und dann halt macht Kerl einfach manchmal gar nichts, weil man sagt, hau zu, Junge, hau. So, also erst die beiden Flammenwerfertypen erledigen. Klare Sache. Au. Nein. Bin ich ja gerade voll in seinen Angriff reingelaufen? Möglicherweise. Möglicherweise. Möglicherweise muss ich es nochmal machen. Ich bin froh, dass wir vorher noch den zweiten Punkt bekommen haben. Ansonsten wäre jetzt nämlich fast ein ganzer Punkt weg. Aber ich will wenigstens noch einmal bis zum Läufer kommen.
meine, es ist eine Sonntagsfolge. Da kann man das schon mal machen. Piss dich! So, du schnappst dir den? Och, Leute, jetzt lasst mich doch in Ruhe. Ja, danke. So, läuft doch hier. So, wie komme ich denn da hoch? Soll ich überhaupt da hoch? Nein, soll ich nicht. Ich dachte, ich könnte es pushen. Nein! Aber ich hatte den kaputt, ne? Ich glaube, ich hatte den kaputt. Bin ich mir relativ sicher. So, dann würde ich sagen, genau die Aktion machen wir beim nächsten Mal nochmal. Für heute war es das, Jungs und Mädels. So ein Ärger. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ich dann diesen Läufer hoffentlich bekomme. Macht's gut und bis dann. Ciao.